Lag. Ja, das Spiel verträgt sich, wenn man raustappt. So. War cool. Wir haben ordentlich was gemacht. Geil. Cool. Okay. Alles klar. Gut, okay. Ladebildschirm, hallo? So, jetzt hätte ich aber gerne meine Zeitstücke wieder. Oder gibt auf die Backen. Ist natürlich immer ganz gut im Schlafrock. Nee, nee, da würde ich schon gerne das Gangster-Outfit anziehen von der Kleinen. So, und natürlich der Regenschirm kriegt... So, jetzt aber hier. Du hast mir die ganzen Zeitstücke geklaut. Ich weiß, was du damit vorhast. Jetzt gibt's aber erstmal voll fett auf die Schnauze. Jo. Aha. Hier sind also die Zeitstücke. Das sind meine. Frage, wo müssen die denn alle hin? Okay, ich kann hier nicht raus. Warum? Du hast all deine Zeitstücke zurückgestohlen. Du steckst sie in deine Tasche zur sicheren Aufbewahrung. Super! Lass mich raten, da draußen ist jetzt die Zippe. Sobald ich mich hier bewege, geht's richtig rund. Hi. Oha. Wow! Muss ich jetzt weglaufen? Ich dachte, ich muss gegen die Olle kämpfen. Kapitel 7, Yakuza Akt 8, Rush Hour. Eine Million für die Katze, die mir... Run if you want. You won't get far. Ah, okay. Catch her. Make it quick. So, ich muss jetzt also weglaufen vor der. Alter Schwede! Die Musik ist geil. Aber ein bisschen leise. Warte mal, kann ich da irgendwie Einstellungen? Audio-Einstellungen? Oh, ist das mies. Oh, ist das gemein. So, die sind jetzt alle natürlich richtig heiß auf die Belohnung. Catch her. Make it quick. Ich habe mir schon gedacht, dass sie selbst keinen Finger krumm macht. Das sind nämlich meine Zeitstücke. Oh, ist das gemein. Ich muss jetzt hier irgendwie rauskommen.
Och nee, nee, nee. Es hat so schön geklappt, weißt du? Alter, Musik ist so geil. Ich finde den Soundtrack hier der Hammer. Dün, 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 dün. Hat ein bisschen was mit Dingsbums zu tun. No, warum muss ich denn zweimal hier? So, Luna Express, Artemis Express, Leute, ich hab gesagt Artemis Express, danke. So, also nehme ich den Zeitlupenhut. Die Sauer. Na komm. Do I need to replace all of you? Can you not catch a child? Nein, können Sie nicht. Oh, ist das mies. Oh, du schon wieder, du olle Schrapnelle. Warte mal. Ja, ja, das wirst du. Das machst du super. Ich hätte gern... Klar. Boah! Du olle Echse. Warte mal, wo muss ich denn überhaupt lang? Ich muss hier irgendwo hoch. Komm, Katzenroboter. Schon mal schnell hier hoch. Komm her. Nee, warte mal, ich muss irgendwie... Ja, mies, ne? Och nein! Ist das gemein! Alter, lass mich doch mal überlegen. Okay, das Ding muss ich irgendwie... Das sind zwei Sachen, die ich kaputt machen muss. Natürlich, jetzt haut der Katzenroboter ab, ne? Klar. Gut, das ist schon mal hinüber. Komm her. Schieß. Ja. I'm back here. So, ist die Frage. Nein! Alter. Ist das mies.
Ja, Special Delivery. Kack mir doch ein Zimt, du Lümmel. Das Kopfgeld ist 2 Millionen. Bringt mir diese Göre. Hier runter. Mit den Tapsepfötchen schnell nach unten. In diese Spelunken. Da ist guten Onkel. Nein! Oh, die... Alter, was geht denn hier ab? Wow! Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, aber ich weiß, dass das kaputt gemacht werden muss. Komm her! Das hält sich hier noch in Grenzen. Ich finde es hier relativ einfach gerade. Also nicht den gesamten Boss, weil ich noch gar nicht fertig bin. Nein. So, das haben wir. Nein! Egal, ich bin hier richtig. 2 Leben, das ist gut. Die Frage ist, wo muss ich denn lang? Lang. Ist mir schon klar, dass ihr das geil findet. Hier nach links muss ich. Gut. Ist der einzige Weg, wo ich weiter kann. Hä? Wenn schon hier lang. Da kann ich nicht lang. Oder ich muss von hier kommen. Einfach mal weglaufen. Ist immer gut. Lass mich raten. Ich wahrscheinlich voll in die falsche Richtung. Okay, da komme ich nicht rein, aber hier runter. Der Fluchttunnel. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Frage ist, wo muss ich lang? War das wirklich so gewollt? Sieht für mich eher aus wie nein, aber ich will mich nicht beschweren. Ist das mies? Gut, ich habe hier wieder ein bisschen... Alter. So, okay, ich muss da lang. Dann nehme ich mal den Zeitlupenhut. Alter! Ist das gemein! Boah, Herzchen, danke. Okay. Ich bin so froh, dass ich diesen Zeitlupenhut habe, Leute. Ich bin da so happy. Gut.
Wieso springst du denn falsch? Na gut, ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig, ruhig. Das ist alles Timing. So, Mieze. Hier rein. Luna Express, dahin und Artemis Express. Oh, super. Alles Sailor Moon Katzen durchgezogen. Okay. Warte mal, kann ich vielleicht hier runter? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann muss ich mich also dreckig machen. Ah, ich muss den also mitnehmen. Na, komm her. Hierher. Hier hoch. Hier irgendwo hoch. Okay. Da hinten sind wieder ein paar Katzen. Die verkaufen mir natürlich jetzt gerade nichts. Ernsthaft? Cat Anime? Oh, wie? Was? Virtual Catuber. Das ist... Okay, die haben keine Ahnung. Well, well. So, so, so. Sieh mal, was die Katze mit reingeschleppt hat. Komm schon, tritt ein. Hast du gedacht, du könntest entkommen? Hast dich wohl ganz schlau gefühlt, kleines Mädchen? Ja, hab ich. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Dabei mache ich so selten schlechte Investitionen. Du scheinst so gierig, dass du so gierig wärst, mich zu bestehlen. So dreist für jemanden so kleines. Alles meine Schuld, wirklich. Ich sollte mir besser überlegen, wen ich befördere. Würde es eines Tages jemand Wichtiges hier sein können, aber du hast mich enttäuscht. Und es ist an der Zeit, dass ich auszahle. Oh, Polizei. Wie passend. Ich wollte eh gerade aussteigen. Die wird man deutlich schwerer los als dich. Wir sehen uns wieder, du Göre. So, es gibt also doch jemand, wo du Schiss hast. Du bist doch nicht hier der Chef. Hey Kid, keine Sorge, ich bin von der Juwelierlohnabrechnung. Ist etwas passiert, während ich oben war? Der Boss sah genervt aus. Wie dem auch sei, ich wollte ihr etwas geben, aber konnte den Austausch nicht machen, während mein Kollege hier war. Ich weiß, dass du für sie arbeitest. Hier, übernimm dies für mich. Geil! Du wirst, dass ich deinen Chef gerade abgezogen habe. Nyankusa Metro, all clear. Oh, geil. Boah. Alter Schwede, das war... Wow. Boah, geil. So, wir haben alles gepackt. Hoffentlich gibt es da nicht noch sowas wie Dingsbums. Wir können da theoretisch sowieso noch mal hin. Alles klar. Weil ich würde mir gerne noch diese ganzen Sachen hier antun. So, jetzt wollen wir mal überlegen. Okay. Ich mache jetzt mal einen kurzen Plan und einen kleinen Überblick, da das jetzt doch recht kurz war. Obwohl, definiere recht kurz, ne? 18 Minuten für ein Finale. Gut, wir haben Nyankusa haben wir fertig. Den Seetyp, das See-DLC haben wir fertig, soweit ich weiß. Ich gucke mir das jetzt alles nochmal in Ruhe an, bevor ich jetzt großartig vielleicht am letzten Finale noch rumeier. So, wo haben wir es denn? Hier haben wir auch alles fertig. Arktische Kreuzfahrt ist ein bisschen wenig für ein DLC, muss ich sagen, im Vergleich zu Nyankusa Metro.
da war dann schon ein bisschen mehr. So, was haben wir denn hier noch? Alpenbergkette haben wir auch fertig. Das ist Kapitel 4. Die DLC-Dinger haben wir auch alle fertig. Wunderbar. So, jetzt gehen wir hier lang, oder? Ne, warte, von da kamen wir. Da war das Nyankusa DLC. Okay. Gut, jetzt will ich hier nochmal hin. Einfach zum Überblick nochmal. Warum eigentlich nicht? Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. 2, das war Kampf der Vögel. Haben wir fertig. Die Alpenbergkette war Kapitel 4. Kapitel 2 haben wir fertig. Okay. Dann wollen wir mal hier gucken. Ich setze lieber das an. Das passt einfach. Okay, hier war nur der Schatzraum. Okay. Nicht der Schatzraum, sondern der Kunstgalerie. Warte mal, von wo kam ich eigentlich? Gibt es hier noch irgendwo einen Eingang? Nee, ne? Alles klar. Dann geht's erstmal wieder zurück. Hier ist nur der Posteingang, da kann man nichts machen. Dann will ich hier runter nochmal. So, was haben wir hier? Das ist Kapitel 3. Den Subwald haben wir auch komplett. Super. Fällt eigentlich nur noch Kapitel 1, glaube ich. Dann würde ich nämlich das andere beim nächsten Mal machen. So. Hier ist die Wäscherei. Hier waren wir gewesen. Genau. So, das bedeutet nur noch hier hoch. Und hier rein, aber hier sind wir, glaube ich, hier sind wir ja auch schon fertig jetzt. Genau, Mafiastadt. Haben wir auch fertig. Super. Da waren wir, da unten, hier im Erdgeschoss haben wir alles gemacht. Das bedeutet, jetzt geht eigentlich nur noch hier oben das rein. Die Frage ist, wie viel gibt es da denn zu holen? Das Finale fehlt noch. 5. Gut. Ende der Zeit, das Finale. Zeitstück gesichtet, alles klar. Mehr können wir nicht machen, deswegen würde ich sagen, die Folge wird jetzt mal ein bisschen kürzer. Dafür sehen wir uns im nächsten Part beim Finale von Head in Time. Oder hast du noch was zu sagen? Boop. Alles klar. Nee, das war's. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.